Durchgang. Da nochmal. Ja. Es ist zwar gefährlich, aber wir probieren es trotzdem. Ich würde ja jetzt doch lieber gerne nochmal was einkaufen. Aber es nähern sich Feinde. Na gut. Ihr seid aber, habt aber auch einen Traffic im Wald hier. Oh, oh nein, so einer. Den will ich aber nicht. Nein, geh weg. Geh weg. Nein. Was soll das bitte? So, das hast jetzt davon. Ei, hallo. Wie, du kannst mich doch nicht einfach hier... Ich glaub's hackt. Und wieso darfst du mich jetzt immer angreifen? Hä? Was war das denn? Nee, das... Wieso? Nein. Das gibt's doch jetzt nicht. Wieso durfte... Was... Was war das denn bitte? Hat das einer von euch verstanden? Ich nicht. Ich hab's nicht verstanden, ehrlich nicht. Warum durfte der mich denn jetzt da so anmachen? Und wieso darf der so rumspucken? So. Es reicht jetzt. Ich will jetzt auch mal. Aber ich kann nicht. Doch, jetzt kann ich. So. Darf ich mich, genau, ich würde mich gerne wehren nach Möglichkeit. Und wieso hat der 4000 Lebenspunkte? Was ist denn das? Das ist ja wohl voll für die... Voll für die Tonne, ey. Da bin ich ja 2 Stunden beschäftigt. Ich brauche erstmal Ausdauer. Mein Gott. So. Das habe ich aber, also ganz ehrlich, finde ich jetzt echt nicht witzig, dass ich da dieses Vieh erwischt habe. Gar nicht. So. Ah, das war leider auch wieder nicht so gut. So, kann ich nur wieder hier probieren? Na gut, wenn ich die Kombo beherrsche, die geht natürlich richtig gut. Jetzt brauche ich aber nochmal irgendwas... Na gut, die ist eben schon schief gegangen, ne? Ja, das ging mir nämlich jetzt auf die Lebensbalken, aber... Komm, jetzt brauche ich noch ein Wurfmesserchen, dann ist der Käsges. Ja. Oh, so einen harten... Oh. Krass. Ehrlich. Das war jetzt echt heavy. Dass ich da... Wie der mir da... Keine Ahnung. Der muss mir das Genick gebrochen haben oder so. So. Kaibrot. Alle nehmen. Adagana-Elixier. Ich gucke jetzt erstmal, was ich hier noch zu mir nehmen kann. Was können die? Ausdauer. Das ist schon mal gut. Dann versuche ich nämlich jetzt mal wirklich nicht zu meditieren. Sondern statte mich jetzt mal gerade so. Ich dope mich mal. So. Das muss jetzt erstmal reichen. Weil sonst wird es ein bisschen knapp hier. Er will jetzt immer noch dahin. Weil ich eben darunter gegangen bin. Ja. Ich halte es aber für sinnvoller, erst dahin zu gehen. Ich muss mich ein bisschen ausstatten. Wenn wir Glück haben, werden wir auch nicht angegriffen. So. Sieht gut aus, sehr gut. Ja, ich möchte bitte mit dem Händler sprechen und möchte gucken, was bei mir da so abgeht. Ausruhen kann ich mich auch und ich habe mittlerweile auch ein bisschen Kohle. Gibt es noch was ich machen kann hier? Kai-Kettenrüstung.
Das ist jetzt verkaufen. Der ist ja schlechter gewesen. Machtfackel. Das brauche ich auch nicht mehr, weil ich die andere anhab. Silberhalskette, die war auch nicht besser. Die Bolzen brauche ich auch nie, weil ich die entsprechende Waffe nicht habe. Adagana, Elixier. Stärke. Ja, das benutze ich ja auch nie. Jetzt sieht das doch hier schon mal ein bisschen besser aus. Jetzt kann ich mir hier immer noch so ein paar... sowas hier mitnehmen. Genau, so. Wunderbar. Jetzt bin ich zufrieden. Achso, ich wollte mich aber... Nee, ausruhen geht ja noch. Genau. Durchgang nach Tag. Dann zieh mal los. Geh mal da durch. Ja, ich bin gespannt, ob wir das da schaffen, ohne dass uns einer angreift. Ja. 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 Mach mal. Ihr marschiert beide nach Osten und bewegt euch hintereinander durch die Bäume, du vorne weg. Beklommenheit macht sich in deinen Gedanken breit, während ihr euch dem Tor nach Tag entnähert. Schließlich werden die Bäume lichter und ihr findet euch in einem spärlich bewaldeten Bereich wieder, in dem Chianti-Trümmer verstreut liegen. Die zerstörten Überreste des oberen Teils des Tempels. Kaputte Statuen und schiefe Säulen werfen unheimliche kantige Schatten über die gefrorenen Ruinen. In der gespenstlichen Ferne kannst du ein großes bogenförmiges Portal sehen, das sich in einem hochaufragenden Monument aus kompliziert gemeißelten Steinen befindet. Seine Oberfläche schimmert im Mondlicht und der Glanz erhält mehrere Feinde, die um das große Tor herumlagern. Unter ihnen erspähst du Elitekämpfer der Giax und Drakarim sowie auch einen mächtigen Gurgas-Torwächter. Es ist Rotzahn. Deine Mission ist es, dieses Tor zu passieren. Nun, da dein Ziel in Sichtweite liegt, bist du mehr als je zuvor entschlossen, deine Mission zu erfüllen. Aber der Preis dafür könnte hoch sein. Das große Tor wird schwer bewacht und ein Kampf scheint unvermeidlich zu sein. Mit leiser Stimme sagst du Leandra, dass sie das Kämpfen dir überlassen soll. Sie kann es nicht mit den Feinden am Tor aufnehmen. Sie blickt zu dem fernen Gurgas hinüber und schluckt schwer. Ohne Widerwillen stimmt sie zu, sich aus dem Kampf herauszuhalten. Aber sie ist dennoch dazu entschlossen, irgendwie von Nutzen zu sein. Wenn der Kampf beginnt, wird er die Drakarim und die Giax sicherlich aus dem Lager herauslocken. Sobald das Lager leer ist, wird Leandra es nach nützlichen Gegenständen und Hinweisen durchsuchen. Du weißt, dass es keinen Zweck hat, mit ihr zu streiten. Sie hat ihren Entschluss gefasst und wird mit oder ohne deine Erlaubnis handeln. Du nickst zustimmend und beobachtest, wie Leandra den Rand der Tempelruinen umkreist. Als du sie aus den Augen verloren hast, bewegst du dich auf das große Tor zu, indem du die Säulen und Statuen als Deckung nutzt. Du befindest dich nahe dem Aufgang zu dem schimmernden Portal, als du von einem scharfäugigen Drakarim-Krieger erspäht wirst. Er schlägt Alarm und wird schnell von mehreren seiner Kameraden verstärkt, die allesamt schwer bewaffnet zum Kampf bereit sind. Triff deine Wahl. Dank deiner Kai-Disziplin Geist über Materie schleuderst du die Trümmer auf die Feinde. Du studierst deine Umgebung, um den Kampf zu deinen Gunsten zu beeinflussen. Du versuchst, den Vormarsch des Feindes zu stoppen. Na, hier, komm. Ich konzentriere mich. Was passiert? So. Klick, 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 klick. Ja. Dein Blick fällt auf eine schiefe Statue. Sie ist kurz davor umzufallen und es würde nicht viel Kraft erfordern, sie zum Kippen zu bringen. Du setzt deine Gedankenkraft ein, konzentrierst dich auf den Fuß der Statue und bringst den uralten Stein zum Vibrieren. Mit dem lauten Knacken von brechendem Stein kippt die Statue um und stürzt auf die nahenden Drakarim und Giax hinab. Eine geschickte Kai-Attacke zerstreut die feindlichen Ränge und bringt dir in dem Kampf, der daraufhin entbrennt, einen taktischen Vorteil ein. Und los geht's. Wir wollen durch den Tunnel, wir wollen durch den Tunnel. Und es hält mich keiner auf. Weder wenn ich in den Garten, noch wenn ich in den Tunnel gehe. So. Ich lasse mir das nicht gefallen hier von euch. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Da ist er ja. Genau. Das war jetzt auch mein taktischer Vorteil. Und dann ist der nämlich schon mal kaputt. Jetzt habe ich nur noch die kleinen Hasis da rumspringen. Mmh.
Sehr gut. Hundi, machst du noch was? Oder macht Hundi jetzt nichts mehr? Hundi macht nichts mehr. Na gut. Dann haben wir den schon mal erledigt. Vielleicht macht Hundi jetzt noch mal was. Huch. Ah ja, gut. Das hat mir jetzt, glaube ich, zumindest nichts gebracht. Dann müssen wir das hier so machen. Oh, 27 hat er noch übrig. Das ist aber ärgerlich. Aber der Hund, der macht's schon. Ja. Ist nicht dein Ernst, oder? Ist nicht dein Ernst. Lass mich bitte... Oh Gott. Ist nicht euer Ernst. Also, mal ganz ehrlich. Okay, ich hatte den Hund unterschätzt, dass der nochmal zuhaut. Erstmal was trinken. Und dann auf zu neuen Ufern. Das probieren wir jetzt hier nochmal. Das was... Komm. Das war schon mal sehr gut. Das gefällt mir. Wenn das mit der Combo klappt, ist das alles, alles gar nicht so dramatisch, habe ich festgestellt. Okay, er ist jetzt ausgewichen. Jetzt schlägt er zurück. Autsch. Autschen. Aua. Zu langsam aufgestanden. Das war jetzt nicht so gut. Aber... Leute. Hat es euch ins Hirn geregnet? Irgendwo? Irgendwo so? So ein bisschen? Ein bisschen schon, ne? Aha. Er darf sich auch heilen. Dann darf ich mich jetzt auch heilen. Darf mich nicht heilen. So, ich würde aber mich gerne... Ich darf aber nicht, okay. Wenn ich darf, der darf nicht. Aber ich gebe mein Bestes und versuche, dass es irgendwie hinhaut. Jetzt lassen wir mal nochmal ein paar Gegenstände fallen. Irgendwie müssen wir ja mal hier anfangen. Jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen betüdelt. Ich darf nur wieder nicht mich heilen. Das ist halt immer ein bisschen blöd, wenn man sich nicht heilen darf. Ich kann da jetzt auch gerade nicht so viel reden. Oberste Devise ist am Leben bleiben. So. Okay. Erstmal, dann kann ich mich ein bisschen aufladen, glaube ich, ja. Jetzt heilt er sich wieder. War ja so klar. Darf ich mich jetzt auch wieder heilen? Na gut, dann probieren wir das nochmal.